Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen ein Add-on für den Firefox 3 vorstellen, das uns durch die einzelnen Tabs des Firefox genauso durchschalten lässt, wie es Alt-Tab für die geöffneten Anwendungen unter Windows ermöglicht. Ich habe hier Windows XP, einige Anwendungen sind schon offen und wenn ich jetzt hier auf die Tasten Alt und dann Tab klicke, dann bekomme ich hier ein Menü, das kann ich nicht heranzoomen, auf jeden Fall kann ich aber mit jeder Tab-Taste eine andere Anwendung oder ein entsprechendes Mini-Icon hier anwählen. Und sobald ich eben jetzt beide Tasten loslasse, dann ist die entsprechend aktivierte Anwendung im Vordergrund. So, und genau das gleiche können wir eben auch für die Tabs des Firefox erreichen. Dazu starten wir unseren Firefox und gehen im Menü Extras auf den Punkt Add-ons. Dann klicken wir auf Add-ons herunterladen und geben in der Suchmaske entweder Control-Tab ein oder Strg-Tab. Es wird beides gefunden. Ich habe hier beispielhaft Control-Tab eingegeben und Steuerung-Tab wird als erster Treffer angezeigt. Dann klicken wir auf zu Firefox hinzufügen. Klicken wir auf Jetzt installieren. So, nachdem es installiert wurde, klicken wir auf Firefox neu starten. Können wir die anderen Anwendungen hier mal beenden. Öffnen wir mal beispielhaft einige Tabs. Fenster. So. So. Und so. So. Das sollte genügen. Jetzt haben wir hier also eine Reihe von Tabs offen. Und wenn ich jetzt auf Steuerung und Tab schalte, dann kriege ich hier ein kleines Menü, das mir eine ähnliche Ansicht wie bei den Windows offenen Anwendungen anzeigt, wo ich mich hier ganz einfach wieder mit einem Klick auf die Tab-Taste durchseppen kann. Und wenn ich das entsprechende Fenster gefunden habe, das ich suche, lasse ich einfach beide Tasten los und schon ist das Fenster im Vordergrund. Alternativ dazu habe ich hier auch noch ein neues Icon bekommen. Das sind so vier Punkte, die werden dargestellt. Wenn ich da drauf klicke, dann kriege ich so eine Übersicht aller Fenster und kann dann auch hier entsprechend aussuchen. Ich könnte hier theoretisch auch noch nachsuchen. Was ich denn da gerne, sage ich jetzt mal, sehen würde. Wobei diese Übersicht, die kriegen wir auch noch mit Ctrl-Shift-A angezeigt. Ist das gleiche wie ein Klick hier oben auf dieses Mini-Icon. Okay.